Was hilft, hat Recht. Und deswegen wurde ich gebeten, diesen Beitrag vom Maria Lourdes Blog vorzulesen. Es geht um die GEZ und vor allen Dingen, wie man sich dagegen wehrt. Aus dem Text: Die Forderung von Rundfunkbeiträgen des Beitragsservice für die ARD, ZDF und Deutschlandradio, ehemals GEZ, ist rechtswidrig und verstößt europaweit gegen geltendes Recht. Aus diesem Grund war es den Machern des Schwindels auch nicht möglich, diese Abzockmethode in ein Gesetz zu gießen. Somit blieb den Halsabschneidern nichts anderes übrig, als einen Vertrag zwischen Staat und einem Service zu schließen, dem sie ironischerweise selbst vorstehen. Aber Vertrag ist Vertrag und nicht Gesetz. Wenn zwei oder mehr Parteien, Klammer auf, Part gleich Teil, Klammer zu, einen Vertrag miteinander schließen, bleiben Dritte davon unberührt. Ich betone das nochmal. Wenn zwei einen Vertrag schließen, bleiben Dritte davon unberührt, und das ist hier der Fall. Weiter im Text: Bei Abschluss von Verträgen gilt unumstößlich das Prinzip der Privatautonomie und nichts anderes. Der Verfasser dieses Textes hat auch noch einige Verträge und er hat überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn sich Dritte dazu bereit erklären, seine Verpflichtungen zu übernehmen. Nur so als Beispiel. Nun ist es aber so, dass die Politganoven diesen Rundfunkgebühren-Staatsvertrag mit sich selbst geschlossen haben, selbstverständlich zu Lasten ihrer Wähler und Nichtwähler. Infamer geht es nicht mehr. Wer sich noch immer dagegen sträubt, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, sollte bitte erklären, seit wann Gesetze Vertragsdauer und Kündigungsfristen beinhalten. Der ewige Glaube an die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der Handlungen der sogenannten Volksvertreter hat dieses Land ruiniert, jegliche Werte ad absurdum geführt und einen Lebensstil den Weg geebnet, dem jegliche Menschlichkeit verloren gegangen ist. Menschliche Eigenschaften sind nach heutigen Gesichtspunkten Egoismus, Rechthaberei, Intoleranz, Brutalität, Eigennutz und Selbsterhöhung. Anmerkung von mir: Das sind zum Teil Todsünden, nicht? Also wenn man das jetzt religiös betrachtet. Weiter im Text: Mit eben solchen Charakteren an der Regierungsspitze kann es nur in Richtung Abgrund gehen. Aber selbst im privaten Umfeld ist diese charakterliche Transformation zu beobachten. Dank der Medien und ihrer Lenker hat sich das Land der Dichter und Denker in ein Land hinterhältiger Feiglinge verwandelt. Unübersehbare Dekadenz herrscht allerorts. Beispiele gefällig? Man ist sich nicht zu blöd, ganze Bevölkerungsgruppen zu beleidigen und das auch noch als Arbeit zu bezeichnen. Unternehmer streichen sagenhafte Gewinne ein, während sie ihre Angestellten zu Hungerlöhnen beschäftigen. Aber gerade diese Unternehmer bezeichnen sich als Fleißige. Fremde Nationen werden angegriffen und in den Medien werden diese Angriffe den jeweiligen Staatsoberhäuptern in die Schuhe geschoben, selbstredend, dass die Mitarbeiter von Propagandamedien und Geheimdiensten alles andere als faul sind. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Aber hier geht es um Gebührenerhebung für das Propagandafernsehen und die ist ein Schlag ins Gesicht aller Einwohner. Um Recht und Rechtmäßigkeit geht es schon lange nicht mehr. Rechtmäßigkeit wird nur noch vorgegaukelt und als Dank für die vielen Milliarden werden mit einer Dreistigkeit Lügen in der Welt verbreitet, die einem den Atem stocken lassen. Wohin die Reise geht, sollte mittlerweile auch der Einfältigste erkannt haben, und um etwas zu ändern, muss man nur den Mut haben, den Selbstbetrug aufzugeben. Nein, es wird nicht besser, im Gegenteil. Was du als allererstes tun kannst, weil ja immer gefragt wird, was man denn tun kann: Kopiere das Musterschreiben, ergänze es mit deinen Angaben und dann ab zur Post damit. Sag dich los von den Propagandamedien und schmeiß endlich TV und Radio auf den Müll. Die Regierung hat dem Volk den Krieg erklärt, also kämpfe. Anmerkung des Autors dieser Zeilen: Die Formulierung dieses Schreibens ist selbstverständlich Ansichtssache. Dennoch sollte der Grundsatz der privatautonomen Willensbildung bei eigenen Anschreiben hervorgehoben werden. Der Link zu diesem Musterschreiben befindet sich in der Videobeschreibung. Bis hierhin erstmal, ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.